Oder wenn man was präsentieren möchte in Dragon Ball Style. Na, so solche Sachen. Da hast du jetzt ein paar Stillframes, kannst du für die Thumbnails benutzen. So, und damit herzlich willkommen, hallo Menschen, herzlich willkommen zu diesem Twitch Clips Germany React. Wir werden gleich auf die Twitch Clips Germany Folge des heutigen Tages reagieren. Die kommt immer Mittwoch raus. Aber ein kleiner Twist ist dazu, denn manche von euch sehen das nicht nur auf dem Twitch Clips Germany Kanal, wo die Reactions hochgeladen werden, sondern manche von euch sehen auch die geschnittene Variante auf meinem Hauptkanal. Für diese Leute möchte ich sagen, wenn ihr das ganze React im kompletten Kontext sehen wollt, seht ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zur offiziellen React-Folge im Ganzformat. Dieses Video hier, was ihr auf meinem Kanal sehen werdet, ist ein wenig geschnipselt-die-bipselt. Das bedeutet, das hat Vex zusammengeschnitten und ist ab sofort auch ein offizieller Upload auf dem Hauptkanal. Als ein weiteres Video in der Woche. Ich dachte, das ist mal ganz nett. Wir probieren mal aus, ob ihr das bei mir sehen wollt. Schaffen wir die Aufrufzahlen des Twitch Clips Germany Hauptkanals, wo die Reactions hochgeladen werden. Momentan sind average 1100 Leute dort am Gucken. Wir werden es herausfinden. Wir gehen gleich in die Reaction-Szene und gucken uns die neueste Folge Twitch Clips Germany an, die heute rausgekommen ist. Und da gibt es eine kleine Aufgabe vom Chat. Und zwar muss der YouTube Hallo sagen. Ihr kennt die Prozedur. Sagt Hi YouTube, sobald wir jetzt gleich da drüben in der Folge sind. Sobald man noch nicht sehen kann, ne? Clips Germany. So. Und ich mache jetzt die Musik aus. Und wir gucken hier. Es ist die Folge. Gucken wir mal. Es ist die Folge hier, die wir hier sehen. Die Folge 234. Die sich nennt Sackratte. Und dann gucken wir rein. Funktioniert das mittlerweile eigentlich, wenn man... Oh, da ist ein Jenny-Mode. Okay, gucken wir rein. Das hier ist Zeeschen. Ich bin gespannt. 22 Minuten auf der Uhr, 23 Minuten auf der Uhr. Sagt mal gerne Hallo YouTube. Ne, hallo. Und wir swaggen die Baggen die jetzt. Mama, ich bin im Fernsehen-Dings. Das ist korrekt. Das Originalvideo von der Reaction und natürlich auch das ganze Video von der Reaction ist unten in der Beschreibung verlinkt. Auch für den TCG-React-Kanal. Das Hauptvideo ist natürlich unten verlinkt. Bedeutet im Endeffekt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gebt dem auch einfach währenddessen noch einen kleinen Like oder sowas, ne? So. Funktioniert das mittlerweile eigentlich, wenn man sagt so, herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany? Funktioniert das mittlerweile eigentlich, wenn man sagt so, herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany? Viel Spaß beim Zuschauen. Dass man da vorkommt, also dass man da als erstes reinkommt. Ich glaube schon. Dies ist die Erde. Vivi! Dann kommen Venus, Mars, Nep. Wird Divi es schaffen, ihr Gesicht nicht zu verziehen, wenn der Buchstabe, wenn der Planet Uranus kommt? Tun. Was ist das? Ah, das ist ein Satellit. Satelliten fliegen herum, damit wir Fernsehen und Internet haben. Echt? Aber wie geht denn das? Es ist Magie. Und? Schade. Falsch predicted, aber trotzdem hilarious. Wir sind am Ziel. Bitte steigt aus der Rakete aus und geht zum nächsten Raum. Energiebehälter. Können wir da einfach eine Granate mal draufwerfen von hier? Wie ist Granate werfen? Oh, tatsächlich mit Die ist zu lange in der Hand. Eh anscheinend. Ja, ich hätte sie wohl werfen sollen. Ja, oder so. Wenn man die Granate brimt, sollte man sie auch werfen. Wait a minute! Das bin ich und das ist Marie! Marie ist sogar gerade im Chat! Guck mal, Marie! Hier wurde gesniped von Grau? Hallo, Kollegen, komm schnell hier in das Gebäude. Die Leute hier sind alle tot. Wir können hier shoppen. Hier hat keiner geschossen. Los, kommt her. Alles gut, Leute. Die anderen Lenos sind tot. Julia ist ja ein Killkonf. Fröhliche Weihnacht überall. I want to hear you scream. What? What's happening? Einfach die Szene nicht umgestellt. Einfach die Szene nicht umgestellt, hä? Okay. Also manchmal... Da ist ein Dog im Hintergrund. Wait, das Mensch heißt I can meow. Prove it. Warum will ich mir so ein Kind mit so einem Kind den Arsch abwischen? Also wenn... Wisst ihr, was ich meine?
Das sind richtige Arschlochkinder dann. Also manche Sachen im Marketing sind wild. Also, das ist, ich weiß nicht. Das ist schon richtig. Was würde man auf Klopapier gerne drucken, dass man es sowohl gerne ansehen wollte, aber auch gerne an seinem Arsch haben würde? Ich schlage jetzt Folgendes vor. Ihr könnt mich da gerne beklauen, liebe Klopapierfirmen. Wenn ihr was auf euer Klopapier drucken wollt, ich wäre ja dafür, dass ihr einfach eine Hose mit Gesicht drauf druckt. Eine Hose gehört an den Arsch und es kann freundlicher gucken, wenn ihr es gut malt. Ne? Aber ich weiß nicht. Also, aber Kinder? Ich weiß nicht. Da gibt es weit bessere Dinge. Sandpapier. Eigentlich alles. Eigentlich alles, wenn ich so überlege. Doch, eigentlich alles. Ist das normal, dass man hier die Hand vor lauter Augen nicht mehr sieht? Ich wollte bewusst keine Haferkekse mit euch backen, weil es gab 1000 vegane Rezepte Haferkekse. Und dann dachte ich, nee, komm, keine Haferkekse. Das hier war anders betitelt. Das hieß... Nein! Hier steht vegane Haferkekse drauf! Oh Gott! Nein! Ich wollte extra keine Haferkekse mit euch backen. Ich hab das aber einmal noch als Ersatz. Wir werden das jetzt einmal mit dem Ersatz probieren. Und gucken, ob wir den Ersatz reinbekommen. Der Ersatz ist weg. Der hängt am Hammer. Ersatz, wo bist du hin? Der Hefe? Ist am Hammer. Hefe? Am Hammer. Er ist am Hammer, Kater. Kater ist am Hammer! Hast du mitbekommen, wo der hingeflogen ist? Am Hammer! Am Hammer? LOL! Ich wäre die perfekte Zuschauerschaft für Dora the Explorer mittlerweile. Also, das ist... Oh, was? Ernsthaft? Aufpassen, Dora! Hinter dir! Swiper, nicht klauen! Du bist sonst die lauteste Person hier in diesem Raum. Mhm. Das ist ein sehr schönes Doggo. Hat sie gerade wirklich so in die Kamera geguckt, so von wegen... Einer unserer Sponsoren an dieser Stelle. Danke für das Bereitstellen. Der Elefantenkuh alle tippt. Teure! Peter ist wild. Peter ist wild. Peter ist wild. Asche! Warte, wo ist rechts? Warte, Moment. Wo ist... Wo... Ah, okay, warte. Warte. Ich will jetzt an der Stelle nur wissen, wie sehr sich Marie ausgekeult fühlt, wenn ich ehrlich bin. Also, es gibt Bilder, die einem zeigen, wo rechts und links ist. Ich würde dir einfach vorschlagen, dass man sich rechts und links auf die Hände tätowieren lässt. Einziges Problem ist halt, wenn du die so hältst und du liest das dann, und dann vergisst du auch noch gleichzeitig, wie rum ein Buchstabe gehört. Das könnte ich mir ebenfalls vorstellen. Dann hast du ein gewisses Problem. Deswegen, das ist, ja, ich weiß nicht. Ist schon wilder, ne? Asche Gaming weiß nicht, wo rechts und links ist. Ich kenne andere Leute, die eine Rechts-Links-Schwäche haben, gar keine Frage. Aber normalerweise ist es bei mir der Verfassungsschutz, ne? Also, ich weiß es nicht. Ja, okay. Habt ihr nicht gesehen? Oh, nein, ihr seht ja mein Bildschirm! Ich habe übrigens kein Spektrum gefunden, ich habe nur eine 32 GB Speicherkarte. Das ist... Für 10 Euro. Ey, aber das ist richtig gut, das ist gar nicht so weit entfernt von einem Plektrum, finde ich. Jetzt von der Dicke her, warte mal.
Ja, also ich fühle ihn jetzt um einiges mehr, weil ich finde mein Plektrum gerade nicht. Das lag immer da. Also seit Monaten lag das immer an der Stelle. Ja, und jetzt halt nicht mehr. Ne? Besorge ich's euch. Also musikalisch. Schön, dass du das dazu gesagt hast. Kriegst du eigentlich auch XP, wenn du den anderen Weg noch... Oh, Deus Ex, die kenne ich. Sogar persönlich. Mal gehst? Ich weiß gar nicht. Kopf einziehen. Sonst stößt du dich. You failed. Manchmal klappt das richtig gut und manchmal überhaupt nicht. Manchmal absolutely überhaupt not. Nicht. Bäh. Hey. Wie sehr bereust du es eigentlich inzwischen, dir einen Hund geholt zu haben? Das fragt man nicht. Frag ja auch nicht nach deinen Kindern. Das ist aber, das ist schon hart, aber true. Holy shit, ey. So? Und jetzt links bewegen, schießen. Links bewegen, schießen, schießen, schießen. Schießen. Seht das? Ja! 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 Hat es geklappt? Ja! Ja! Ich hab okay. Einen Zettel. Rico! Nein, ich hab jetzt auch Rico mal Kapados. Kapados sind fein. Ein Zettel. Es ist sehr klingelt. Wo ist meine Hose? Ich kann doch so nicht an die Tür gehen. Ich hab das voll verpeilt. Okay. Geil! Oh mein Gott! Das ist ein Bildschirm, oder? Sag mir bitte, dass das ein Bildschirm ist, der da oben komplett die Pappmaché rum ist. Oh mein Gott! Hä, hey, das sieht so real aus, oder? Ich war viel zu klein. Und dann kam ein Mann, guckte mich an. Oh, wollen Sie auch Buttergemüse? Ich sitz da. Mhm, ja, schon. Aber ich komm nicht dran. Der Mann greift rein, holt die beiden Packungen raus. Nimmt die mit und lässt sie allein zurück. Und sagt, ja, Pech gehabt. Ein anderer Move in der Kategorie wäre gewesen, die zwei Packungen rausnehmen und ein Regal höher stellen. Auch dass selbst wenn jemand vorbeikommt, der größer ist, trotzdem die Person auch nicht drankommt. Oh, das ist. Aber ich muss euch deutlich dazu sagen, das macht einige Sachen ein wenig schwierig. Ich hasse es, auf Menschen zuzugehen. Wirklich grundlegend. Ich hasse es wirklich sehr, auf Menschen zuzugehen. Und ich gucke auch immer ja ziemlich, nennen wir es mal, neutral, freundlich. Also ich sag mal, also wenn du einen Überlebenswillen hast, sprichst du mich nicht einfach auf der Straße an normalerweise. Ich gucke eigentlich immer so, als würde ich gerade deine Oma fressen oder hab's ein Ziel. Dementsprechend ist es immer wild, wenn ich im Supermarkt sehe, dass irgendeine Person am Regal sitzt und nicht drankommt an die jeweiligen Stellen. Und man muss dazu sagen, ich bin relativ groß und also jetzt im Vergleich zu einem Basketballspieler wahrscheinlich nicht mehr, aber ich bin doch sehr groß im Vergleich zu dem Otto-Normalmenschen und der problematische Teil ist dann, dass ich mich weder gerne angucken lasse von Leuten, die nach Hilfe suchen und den Augenkontakt aufnehme, also ich gucke entweder auf den Boden, auf mein Handy oder schnurstracks auf die, keine Ahnung, Knorfix Tüte im Regal, die ich auch wirklich gerade holen möchte. Also da gibt's nichts, dass der Blick irgendwie schweift und man sich mit den Augen treffen kann oder so. Ne, Romantik ist bei mir tot, was da angeht. Bedeutet, wenn eine Person etwas aus dem Regal braucht, ist sie komplett aufgeschmissen. Und selbst wenn ich mitbekomme, dass eine Person was braucht, würde ich mich nicht trauen, die Person anzusprechen, ob sie Hilfe braucht, weil es kann ja nicht sein, dass die Person, ich weiß nicht, da könnt ihr eine eigene Meinung zu haben, das würde mich interessieren, wie eure Meinung ist. Wenn ihr eine kleinere Person seid und Hilfe dabei brauchen würdet, etwas im Regal zu greifen, würdet ihr einen wildfremden Menschen nicht so oft fragen müssen, weil das öfter eintritt, dass es euch schon einfach fährt, das Ganze zu machen? Das Problem bei mir im Kopf ist nämlich, wenn ich es jetzt anbiete, dann
drücke ich der Person theoretisch gleichzeitig eine Unfähigkeit auf, das selber nicht zu können. Wenn ich es aber nicht anbiete und die Person traut sich nicht, Leute zu fragen, gerade mich, wenn ich so böse schaue, dann sitzt die Person halt vielleicht noch ein paar Minuten mehr da, bis sie mal irgendwann irgendjemanden gefragt wird. Meine Problematik ist also, was wäre jetzt da in eurer Meinung nach die richtige Vorgehensweise? Sollte ich Personen, bei denen ich sehe, dass sie jetzt gerade kurz vorm Verhungern bei einem Lebensmittelregal sitzen und nur auf das oberste Brett starren und da nicht hinkommen, aktiv versuchen, diesen Personen zu helfen? Oder ist es zu bevormundend und ich sollte theoretisch warten, bis die Person die Courage hat, Leute zu fragen? Das ist die Frage. Ich war bis jetzt immer froh, wenn jemand gleich Hilfe angeboten hat. Ja, aber wenn das ein Problem ist, das öfter passiert, lernt man dann nicht proaktiv, die Leute zu fragen? Das ist die große Frage. Es ist, wie viel Eigeninitiative kann man von Minimenschen erwarten? Das ist jetzt eure Entscheidung. Schreibt mir ein ausführliches Essay in die Kommentare. Mich würde es nur selber interessieren, weil es ist halt for real weird. Das ist so, ich weiß nicht, also Vex, du schneidest das ja. Ich will es von dir gerne wissen. Ich call dich jetzt in dem Moment aus. Musstest du schon oft Leute fragen, ob sie dir was aus dem oberen Regalbrett holen können? So, das ist, würdest du fragen oder würdest du versuchen, das Regal zu klettern? Ich interessiere mich nur. Ich will mich nur informieren, Chat. Wir gucken weiter. Leute, die sind dann so, Chat, hört ihr mich noch? Und der User ist dann so, haha, es ist meine Zeit, jetzt kann ich den Streamer richtig trollen. Und dann schreibt er so, nein. Und denkt sich dann so, geil, jetzt denkt der Streamer, dass wir ihn nicht hören, haha. Das ist dieser Twitch-Troll, ja, das ist, wie, ich bin gemutet. Oh, wollt ihr mich, Alter, nee, ich hasse euch. Die Behandlung war fast so unangenehm wie mein... Aber der Twitch-Troll ist doch nicht... Okay, ich weiß, was die Menschen meint, aber der Twitch-Troll ist doch nicht am Ende des Tages, dass wenn ich sage, hey Chat, bin ich gemutet und ihr Nein oder Ja schreibt, dass die Antwort theoretisch schon so haha zum Troll ist, sondern das ist doch meistens so ein Arwusch-Moment, oder nicht? Das ist so, hey Chat, bin ich gemutet und jemand schreibt Ja, Kappa, dann ist ja schon durch die Antwort klar, dass es nicht so ist. Also ich will den Witz nicht überanalysieren, aber es geht ja nicht darum, dass die dich trollen wollen, sondern das ist einfach nur dieser angelebte Sarkasmus, nenne ich es mal. Meine Symptome, doch sie scheint Wirkung gezeigt zu haben. Auch wenn ich noch nicht ganz geheilt bin, fühle ich mich schon viel besser. Besser. Leider bin ich jetzt aber einbeinig geworden. Er hat mir nämlich das Bein abgesägt. Ich habe ja immer noch Krebs. Das ist schlecht. Vielleicht hat er auch das falsche Bein abgesägt. Blauwal zu besiegen an Land heißt einfach 20 Meter Abstand und warten. Ja. Und dem zeigen, dass du besser bist im Atmen. Ja, du könntest ein paar Luftentfeuchter aufstellen. Das ist actually gut. Hey, aber warte mal, ein Blauwal atmet doch Sauerstoff. Ein Blauwal vergeht doch an Land, weil er überhitzt, oder nicht? Der erstickt ja nicht an Land, der hat ja keine Kiemen. Der verhungert und oder überhitzt doch an Land. Und er drückt durch sein Eigengewicht. Ja, okay, aber gut, da könnte man dann schon wieder sagen, besser im Atmen, stimmt. Aber ich würde mir jetzt theoretisch denken, ein Blauwal ist nicht so unfähig in sich selbst, was mit Atmen angeht. Wild auf jeden Fall, wild. Doch nach Zahlen einzusortieren. Ja, das wäre lustig, wenn das runterfallen würde. So. Ich habe wieder den Fehler des Lebens gemacht. Was denn? Ah? Ich sehe es. Und habe die ganze Box draufgestellt. Da sehe ich uns. Wiedersehen. Die Hola. Kamera hast du nur Sonja, bei dir bleibt der Fokus auf deinem Gesicht, ist ja auch, also, ne? Vielleicht erkennt die Kamera bei Sonja nicht, dass es sich um ein Gesicht handelt. Was? Hier ist alles. Leute. Wisst ihr, wie die Kamera hier fest ist? Ich zeig euch das mal. Franz!
Franzi hat Milchbaum geholfen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hasse Klebebandstative. Franzi hatte jahrelang ihr Mikro an fucking Klebebandstativ gepackt. Leute, ich bitte euch. Das kann doch nicht sein. Ja, das ist Holla. Ich weiß, dass das Holla ist und die ist bei Milchbaum zu Besuch. Das bedeutet, dass Franzi bei Milchbaum das Mikrofon dran gepackt hat. Seht ihr das? Das ist doch insane. Ich kann nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ja, fass sie mal an. Tu's nicht! Oh! Das ist ein Elektroschocker, Mann. Fuck! Das tut richtig Aua. Raus. Wenn ja, kill ich ihn. Kommt einer von rechts und knife den. Fuck! Nein! Warum guck ich denn weg? Oh Gott! Oh. Gemein. Oh. Dynamit? Oh! Oh. Also, Leute, hier draußen, hier draußen! Was macht ihr denn da? Da sind Gegner, drei Gegner! Drei Armbögen! Armbögen! Oh ja! Leute, sie haben Armbögen! Ihr müsst aufpassen! Jules, die Armbögen. Aber wenn ich das bei Leuten mache, ist es weird. Ja, Katze, du hast schon ein paar Mal an mir geleckt. Hör auf damit, nur weil ich ein Lachs bin und lecker aussehe. War geil. War geil. Schmeckt eher nach Schellfisch als nach Fisch selber. Also so Krebs und so. Schon gut. Hat einen gewissen Spargel-Nachgeschmack. Wenn du penetrant bist und zu mir, dann penetrierst du mich doch, oder nicht? Warum denn nein? Kitten, ich schreibe dir das so, wie du es meinst, in ein Buch rein und dann ist es legitim. Dann kannst du das so verwenden, wie du möchtest, okay? Das ist Alexa, gut. Wie, was, Timer? Die Alexa ist schon auf Kitten trainiert, das darf ja gar nicht wahr sein, Alexa, stopp. Insane, Mann, insane! Wie hoch ist der heutige Kipp-Counter schon? 1. Und das ist passiert circa 10-15 Minuten, nachdem wir angefangen haben. 1. Und jetzt ist auf 2. Also, tippitoppi. Tippitoppi möchte man sagen. Ihr habt es wahrscheinlich selber schon gesehen. Die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Leuten wird immer geringer. Eure, meine. Ist so. Könnt's auch jetzt, während ich das rede, denken manche, oh komm, man macht endlich weiter, ich kann nicht mehr. Ist aber wirklich so. Und deswegen ist bei vielen Videos so ein Gameplay oben oder unten. Ne? Also in der Hälfte wird's geteilt und oben ist dann irgendwas, weil die Leute nicht mehr aufpassen können, sondern dann dahin schauen und sich denken, oh geil, Minecraft. Das ist inhaltlich korrekt, das machen sehr, sehr viele Leute. Was man aber auch machen könnte, wäre einfach nicht langweilig sein, während das man was macht. Der Ort und die Stelle, wo das Ganze vonnöten ist, wirklich vonnöten ist, wo es hilft, sind so Reddit-Stories und so ein Scheiß. Weil kein Mensch möchte einfach lesen, während er das hört. Und kein Mensch möchte über ein Standbild irgendwas sehen. Das bedeutet, er möchte Hintergrund haben. Das ist aber auch schon seit einer halben Ewigkeit in der Mache. Videos, gerade Video-Essays in der früheren Zeit, könnten komplette Reviews, die geschrieben sind, sein. Aber seit einer halben Ewigkeit auf YouTube ist es so, dass gleichzeitig entweder Gameplay vom jeweiligen Spielegenre oder vom jeweiligen Filmgenre mit eingeführt wird. Das bedeutet, hast du einen Herr-der-Ringe-Film, sagst du vielleicht, okay, ich brauche ein bisschen Hintergrundmaterial, ich will nicht von den Studios weggeklagt werden, also packe ich da zum Beispiel ein PlayStation 2, die Rückkehr des Königs-Gameplay drunter oder ein Shadow of Mordor-Gameplay drunter oder so. Ein thematisch zugehöriges Gameplay zu dem jeweiligen Spiel, über das dann die Tonspur gelegt wird. Das Ganze wurde von TikTok ein bisschen perversiert, weil dort diese ganzen Reddit-Kacke und sowas extrem durch die Decke geht. Also so Reddit-Auto-Speech-Videos, wo irgendwelche Reddit-Threads einfach per Text-to-Speech vorgelesen werden, sind unglaublich beliebt auf TikTok und auf anderen Plattformen, die im Short-Content-Bereich, auch auf YouTube natürlich, oder auch auf Instagram-Reels, die da in diesem Short-Content-Format unterwegs sind. Und da gibt es jetzt Leute, die einfach nur sehen, das funktioniert, und dann packen die das zum Beispiel auch unter Anime-Sachen drunter. So, du hast eine Anime-Szene und die packen das da drunter. Das
verfehlt komplett den Teil, weil Animes und Filme und auch Serien eher als Filme, meistens darauf aufgebaut sind, dass sie einen gewissen Spannungsbogen halten, auch innerhalb der Szenen. Das bedeutet auch, eine Szene, die gut ausgebaut ist, hat einen Anfang, auch wieder einen Mittelpunkt und ein Ende. Und diese jeweiligen Sachen sind wieder so wie eine normale Geschichtskurve aufgebaut. Also, dass du einen Höhepunkt hast, einen Climax hast und dann am Ende eine Resolution aus einer jeweiligen Szene oder diese trägt sich in die nächste Szene und damit baust du dann theoretisch Spannung zum Beispiel aus, wenn eine Szene zum Beispiel aufhört, währenddessen man einen Knall erwartet und es geht in die nächste Szene, dann ist man in der nächsten Szene ein bisschen angespannter und deswegen kann man da ein bisschen, gerade mit Filmkunst und sowas, sehr gut tricksen. Jetzt ist der wichtige Teil dazu, wie gesagt, dass Leute manchmal nicht checken, wie das Ganze funktioniert. Das bedeutet, die legen unter langweiliges Gelaber, und ich hasse dich, wenn du da jetzt gerade was drunter gelegt hast, an der Stelle übrigens, by the way. Also, nur, dass du es gesagt hast, weil ich das jetzt seit 30 Sekunden durchziehe. Die legen unter solches Gelaber einfach irgendwas drunter, ohne zu wissen, ob es intelligent in dem Moment wäre oder nicht. Und das ist halt so diese Sache, wo Leute sehen etwas, verstehen es nicht, aber kopieren es. Ist so ein bisschen das gleiche wie etwas zu subtiteln in Videos. Es bringt dir gar nichts, einen Untertitel in einem Video komplett reinzupacken, nur damit da ein Untertitel ist. Aber wenn zum Beispiel vier Leute übereinander reden, hilft es dir, einen Untertitel in ein Video reinzupacken, so als dieses animierte Schriftzeichen, um eben die jeweiligen Personen auf den Gesprächsteil, den du fokussieren möchtest, zu lenken, ohne die Soundspur anzupassen. Das bedeutet, drei Leute reden durcheinander, einer ist im Hintergrund am Jodeln und du machst dann theoretisch die Jodelgeräusche als Subtitles und die Leute hören die andere Konversation gar nicht so extrem. Gibt ein sehr schönes analytisches Video von Sovjet über Sovjet Wandel, damit zum Beispiel. Das ist meine 15 Sekunden zu diesem ganzen Ding. Ich habe das mal näher analysiert für euch, ne? Fein. Momo. Au. Oh. Katze. Ich glaube ja. Ja, ist eine Katze. Kann ich, ja doch, und runterfallen. Hui. Nicht runterfallen? Fein. Die Mods genießen die Isolationshaft und wünschen sich in Zukunft keinen Kontakt mehr zu ihren Mod-Kollegen. So kann es nicht zu geheimen Absprachen, Überraschungen, Anonymous-Masken oder Ähnlichem kommen. Operationen sind in Zukunft ebenfalls nicht gestattet. Sechstens. Sie möchten keinen Keller mehr, sie möchten einen tieferen Bunker. Hm, den finde ich gut, mit Folterkeller. Ja. Vielen Dank übrigens an Mods haben im... Was? Ja, Arschnack. An der Stelle bin ich einigermaßen froh, dass bei meinen Mods nur ein einziger Zugriff auf das Overlay hat und diese Person ist, glaube ich, zu faul, um mich aktiv zu sabotieren. An der Stelle nochmal die Erinnerung an Lilly, ne? Ich habe Zugriff auf dein Overlay. There was a time when zombies tried to kill me. They were arriving and tried to kill me. Sympathisch! That ass though. Also, ich habe eine Frage gestellt. Hat er gehört. Kam, dann habe ich auch gesehen, dass auf einmal nicht mehr im Teamspeak ist. Oh Mist. Jetzt mal, das ist irgendwie irgendwas RAM-Grafikkartenmäßig. Irgendwas war da. Hallo, gerade durchs Spiel gefallen? Ist es das schon? Ist das schon? Ja, weiß ich nicht. Ist das schon dieses Gameplay? Aber da tue ich mich dann sowieso immer schwer. So Spiele mit Spieleverfilmungen. Tue ich mich. Nein. Spiele zu filmen, da tue ich mich oft sehr schwer mit. Ach so. Wie kann man dem Tier denn helfen? Mein, es ist nicht mehr dabei, Schmerzen zu haben. Es ist nur auch nicht mehr lebendig. Schlecht. Lieben Damen und Herren, ja. Hier sehen Sie Chopper, ja, aus One Piece, ja, mit Schnapoli, einem Schnabeltier, was wir auch Ente liebevoll nennen. Wenn er so auf der Ente reitet, ist das family friendly, weil sie zusammen ein wundervolles Abenteuer machen,
Würde das andersrum sein, wäre jetzt Schnapuli so und Chopper so, dann würde das Reiten eine ganz andere Bedeutung haben und eventuell wäre es sexual. Okay? Was heißt hier eventuell? Was ist denn die Alternative dazu, dass er versucht, seinen Bauch zu putzen? Was heißt hier eventuell? Also ich gebe dir da Brief und Siegel drauf. Das ist jetzt sexuell. Entweder das oder da wird am Bauch gekitzelt. Die zwei Möglichkeiten gibt's. Haben wir wieder was gelernt? Sehr gerne, nice. Sehr gerne. Aufklärungsunterricht mit Katja. Immer schön. Schwindel? Ich möchte keinen Schwindel. Danke. Eine Herzdruckmassage? Ja, gut, Chat. Ne? Also, das ist, wenn ihr jemanden in Flagranti erwischen würdet, der das Ganze macht, ne? Also, Männlein, Weiblein, je nachdem. Und nicht mal Männlein, Weiblein, natürlich auch Männlein, Männlein und so weiter und so fort. Ihr seht aber, wie eine Person die andere Person reitet. Wortwörtlich. Also auch wirklich die Bewegung und so weiter. Dann denkt ihr euch doch nicht als allererstes, Erste-Hilfe-Kurs bestanden. Strong? Leute, ich bitte euch, was ist denn das für der? Also das ist ja abwegig as fuck. So, hä? Die erste Idee, die ihr da haben werdet, ist, nice. Es sei denn, es ist euer Partner oder eure Partnerin, dann ist es wahrscheinlich nicht. Also bei Chopper schon. Doch, Kyra, du hast recht. Bei Chopper gebe ich dir recht, er ist ja Arzt. Er ist Arzt, ne? Lass den Arzt erst durch. Ich werde schon immer motion sick genug, da möchte ich keinen Schwindel. Danke. Gerne ohne Schwindel. Sehen Sie sensibel aus. Bronk ist noch relativ neu auf dieser Plattform und der hat ganz wenig Zuschauer nur. Mhm. Deswegen, ich finde, es ist einfach auch wichtig für mich, einfach auch kleinere Streamer zu supporten. Ne? Deswegen schicke ich euch zu Gronk rüber. Ja, das ist ein Lieber. Das ist ein Lieber. Und ich glaube, wenn der so weitermacht, wie er es aktuell bisher getan hat, dann wird aus dem noch was. Ich sag euch, gebt dem noch ein paar Monate. Dann hat der bestimmt auch ein paar Zuschauer, bin ich mir sicher. Ja, glaube ich dran. Der wird auch bestimmt total aufgeregt sein. Oha, Wadi ist... Die Leute reden ja davon, dass Katzen sich strecken. Oh, ganz kurz, out of context, ist Oni da? Kannst du uns sagen, wie der Fetisch heißt? Das hat sie nicht kommen sehen, ist ein guter. Wie heißt der Fetisch, wenn die Leute keine Augen haben? Gibt es bestimmt einen Namen für. Wenn das jemand weiß, dann du. Keine Ahnung. Okay, alles gut. Luna! Denke ich dachte, so much. Ich sehe bis jetzt noch keine Kuh. I don't see any cows. Wo ist der Zombie? Oh mein Gott. Alter, der hat sich einen. Ich glaube, wir kriegen Luna dazu, mal Little Company mitzuspielen. Ich glaube, die hätte da Potenzial. Ich hoffe nur, die entzünden hier nicht das Feuer. Dann habe ich ein Problem. Entzündet die Feuer! Ich gehe drauf. So, ich weiß nicht, ob der dir noch angezeigt wird. Ist Jess jetzt weg? Dann kann ich euch ja erzählen, dass ich auf der Gamescom auf ihren Hintern geguckt habe. Ne? Alter Schwede. Was? Micha, du hast auf meinen Hintern geguckt, aber so, ich hatte doch so eine Schlapperhose an, man hat doch gar keinen Hintern gesehen. Lüge! 1001 Nacht. Ach, war das nicht dieser heiße Schmuddelfilm? 1001 Nacht? War das nicht der Schmuddelfilm? Oder? War das der Schmuddelfilm? Ja, wirklich? Das ist echt mir darunter. Ich weiß, dass Eyeball-Licking ein Fetisch ist, aber ohne Augen. Aber Eyeball-Licking ohne Augen? Achso, du meinst aber ohne Augen. Komma, aber ohne Augen. Ich dachte gerade, Eyeball-Licking ohne Augen wäre ein Fetisch. Das wäre doch dann Augenhöhlen-Licking, oder nicht? Unterkrachen wird. Das hält nicht. Das geht gleich runter. It dead. Soll ich mal pusten?
Jo. Der andere? Kann ich mir das Spiel aufschreiben? Ich glaube, wir müssen das spielen. Wie der andere? Autos! Strong. Hätte ich mal auf eine Million gewettet, dass ich da ohne Unfall rüberkomme. Außer hey, das bin ich. Nicht. Wait a minute, was? Ohne Unfall rüberkomme. Pause drücken geht nicht. Pause drücken, achso. Ich muss es fragen, bist du ein Elternteil? Wenn ja, dein Kind wird frustriert sein, wenn du diese Frage bei einem Multiplayer-Spiel spielst. stellst. Nee, das ist ein Server, also ich kann hier nicht einfach Escape drücken. Das ist online. Wisst ihr, was hier frustrierend ist, Chat? Wisst ihr, was hier frustrierend ist? In dem gleichen Ding, bevor ich diesen Agi gedownt habe, habe ich einen absoluten Pro-Gamer-Move gebracht, indem ich mich in der Luft von meinem Agi geschmissen habe, mit einem Hook in der Luft meinen Agi gehittet habe, dann in der Luft am Agi hängend noch meine Flinte rausgeholt habe, dann in der Luft am Agi hängend mit der Flinte draußen den anderen Greifen vor mir abgeballert habe und dann ist der down gegangen, wodurch ich ihn zähmen konnte. Die Situation dieses Clips konnte nur existieren, weil ich einen guten Move hingelegt habe. Und der Gag an der Geschichte ist natürlich, mein Trash-Talk schafft's wieder. Ich muss kein E-Sportler werden. Ich kann einen Podcast machen und bin genauso unterhaltsam. Das ist halt insane! Es ist ein Server, also ich kann hier nicht einfach Escape drücken. Das ist online. Ja, Krümel, du kannst gleich... Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gleich so überfordert, ich kann gleich gar kein Auto mehr fahren, Leute. Seht ihr? Ich bin gleich. Schwabe. Ich steig aus, ich lass es, ich fahr kein Auto mehr. Nein, wir lassen das. Schwabe. Herr Schwabe. Ja, lass uns aufs Pferd gehen, Bruder, oder nicht? Oh. Das muss man erstmal hinkriegen. Wenn San Franzi braucht ein Fußpiercing. Gibt es Fußpiercings? Boah, wenn ich Fußpiercing eingebe, bestimmt kommt dann so ein Piercing, zwar für die Nase, aber mit so einem Fuß. Oh Gott, was? Nein! Warte mal, Fußpiercing? Klar gibt's das, das hatte Jesus, oder? Ich habe irgendwie überall habe ich schon einen Unfall gebaut, hier in Los Santos, wenn es danach geht. Fick doch mein Leben! Eigentlich eine übelste Bombe im Bett. Also Bombe im Sinne von laut sein. Also, ne? Ah, guck mal, das ist doch voll die geile Idee. Ja, weil dann sind alle hinten sind plötzlich oh, aber! Nein! Oh, Hand und Brick! Yeet! Man beachte den Holy und die insanen Zoro-Hintergrundsachen. Ja, yeah, I like. Sympathisch. Kann ich den backsteppen? Stackbabben? Chat, ich bin absoluter Backstep-Master. Was? Das ist einfach ein Bogenschütze. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh, ein Spielercharakter. Der einzige Grund meiner erbärmlichen Existenz. Insane. Wisst ihr, darf ich mal kurz erzählen, worum es in diesem Lied geht? Das klang ja jetzt voll schön, ne? Aber dieses Kling, Glöckchen, Klingelingeling ist einfach ein kleines Kind, ja? Es geht um ein kleines Kind, ja, das draußen im Schnee ist. Ja. Im Schnee, es ist kalt. Ja. Ja? Ja. Und das Kind möchte bitte ganz schnell rein, weil es ist kalt, weil es erfriert. Ja. Und deswegen klingelt es. Lass mich rein! Lass mich rein! Jetzt mag ich das Lied umso mehr. Ja, darum geht es. Deswegen ja. Klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! Und bitte lass mich nicht erfrieren! Nein! I like. Spinne! Oh! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Nicht einfach. Oh nein, nicht einfach! Ah, oh,
Aber das ist, sorry, wenn ich das so sage, aber das zeigt unglaublich viel von Charakter, finde ich. Wenn man sich nicht zu schade ist, sich wortwörtlich die Hände schmutzig zu machen. Ich würde legit niemals meine Hände an eine Spinne packen. Ich habe unglaublich, also selbst wenn ich sie theoretisch rauskriegen müsste und so weiter und so fort, ich möchte eine Spinne nicht in der Nähe meiner Hand haben. Ich würde theoretisch, wenn man eine töten müsste, ich würde Fliegenklatsche, ne, Schuhe, von mir aus alles Mögliche der Welt. Ich würde niemals mit meiner Hand daran gehen. Wenn die auf meiner Hand stecken würde, ich würde mir die Hand abhacken wahrscheinlich. Ich bin, also insane Respekt. Der ist einfach mit der Pfote drauf. Die nimmt der Hand und schmeißt sie raus. Ja, okay, aber das ist so auf die Hand nehmen und wegtragen, dann hast du ja gar keine Angst davor. Sie war ja trotzdem mit der Intention, das Ding muss weg, ich mach das kaputt, aber ich hab jetzt gerade nichts zum Hauen, dann nehme ich die Pfote. Ne? Also, insane. Oh nein, oh Gott, nicht einfach, oh nein, nicht einfach. Einfach tot. Da ist links einer. Links. You should run. Warte mal. Sound hat erwischt. Ich hätte mich jetzt fast erwischt, sage ich ehrlich. Wir jinxen es jetzt, wenn wir drüber reden. Ja, stimmt. Sagst du, Anni, Internet ist Baba. Beste Internet. Deutsches Netz, bestes Netz. Deutsches Netz, bestes Netz. Famous Last Words. 3, 2, 1, 0. Ja. Das ist richtig befreiend, wenn man unter dem Himmel scheißen geht und dann eure natürlichen Instinkte so kicken und ihr Angst vor Dinosauriern und Bären habt, die euch überraschen könnten. Deswegen geht niemals alleine scheißen im Wald. Geht immer zu zweit. Sucht euch immer einen Scheißpartner. Also, ich möchte jetzt gerne kurz eine Sache minimal anfragen, okay? Werden Maku und Asche von derselben Person geplayed, aber nur zu verschiedenen Timetablen? So, das ist... Ist das RP von einer Person auf verschiedenen Kanälen? Oder ist das, weil das ist... Also... Das ist ja die Holy Trinity von Oh mein Gott. Das ist ja insane. Könnten ja Geschwister sein. Aber ja, und Geschwister unterscheiden sich doch. Wenn ich meine Schwester hier hinsetze, sie ist doch 90% der Zeit nur am Augen verdrehen, wenn ich irgendwas sage. Meine Schwester und ich haben ja 0% denselben Humor. Ihr müsst euch überlegen, Chat, meine Schwester ist in der traurigen Situation, dass sie meine Witze im Gegensatz zu vielen Leuten alle versteht, aber nicht einen davon feiert. Stellt euch vor, ihr müsstet mich den gesamten Tag über gucken. Ihr könntet nicht wegschalten, aber ich würde euch dauerhaft auf den Sack gehen. Mods, bitte kein Kommentar dazu, weil ich weiß, wie das bei euch ist. Denkt euch das einfach für eine Sekunde. Und jetzt überlegt euch, wie scheiße das ist. Das ist doch, also Geschwister sind doch grundlegend unterschiedlich. So klar haben die teilweise dieselben Core-Values, ne? Also man hat so gewisse Überdeckungen. Zum Beispiel der eine sagt, ja, meine große Schwester ist doof. Die andere sagt, ja, mein kleiner Bruder ist doof. Ne? So war es in der Richtung. Aber das ist doch das Einzige, so dass manche Sachen, übrigens an der Stelle, Malky! Okay, sagen, sehr fein. Kannst du bitte aus meiner Hose rausnehmen? Ihhh, jetzt ist es eine Klötenratte. Noch nicht. Jetzt eine Klötenratte. Komm doch raus, verfickte Scheiße. Well. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich will nicht. Das ist true. Hat er dir in die Klöte gebissen? Nicht in die Klöte. Oh nein. In die Bewässerungsanlage. Und das Krasse ist, meine Fitness ist fantastisch. Hör auf zu lachen. Das sagt die App. Das Internet lügt nie. So scheiße. Wild. Beende. Ist schon wieder runtergefallen. Ich wollte wie oft singen. Dankeschön, das war's. Ein schönes Lied. War ein nettes Lied. Du.
Nice. Und noch eine Nachricht in WhatsApp von irgendjemandem im Cover. Leute, das war Twitch Clips Germany, Folge 234. Ich hoffe sehr, wenn diese Folge euch gefallen haben sollte, werdet ihr das Hauptvideo bewerten, denn das hier ist nur eine Reaktion darauf. Wenn euch aber gefällt, dass ich Reaktionen mache, dann bewertet gerne auch das Video, das ihr gerade gesehen habt, für diese Reaktionen. Ich danke euch allen. Schaut ein bisschen in den Kommentaren, ob es da Leute gibt, die dumme Fragen haben, und dann könnt ihr die natürlich sehr trollig beantworten. Oder ihr stellt selber eine Frage, ob sie dumm ist oder nicht, ist euch überlassen. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß im Kommentarbereich. Danke an den Chat, dass er mit dabei war. Der kriegt jetzt noch ein bisschen Content auf Twitch. Ihr bekommt jetzt noch ein bisschen Content auf YouTube, wie ihr das Ganze natürlich hier gewohnt seid. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Und das ist eine tolle Abmoderation gewesen, ne? Dafür werde ich mich jetzt selber verschleiern. Tschö mit Ö. Das ist runtergefallen. Ist egal. Tschüss.